Der Orden des Phönix. Das ist ja wohl an Asozialität nicht mehr zu überbieten. Ich reiche eine Klage ein. Hi Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Es ist Boss-Time und ich bin sehr gespannt, wer hier auf uns warten wird. Es scheint ja... Also ich sehe Eis und ich sehe Giftwasser. Also es ist cooles Potenzial da. Ich bin mal sehr gespannt, mit wem wir es jetzt hier genau zu tun bekommen. So, wie immer müssen wir einen dicken Roboter bezahlen, dass er uns den Zugang zur Bosswelt verschafft. Ne, er ist der dicke Wächter. Er sorgt dafür, dass der Boss seine Welt nicht verlässt und er ist ein ehrenhafter Mann, dieser dicke Roboter, auch wenn er eine frische Sonnenbrille und eine ziemlich frische Badehose anhat. So, wir haben es hier mit einem Igel zu tun. Also hier bedient man sich definitiv am Eisgenre und nicht am Strandgenre. So, Yoshi erklärt wie immer, wie er hierher gekommen ist. Auf der Suche nach Traumjuwelen, ja. Ich habe ein junges Wesen auf dem Meer gesehen. Es schien etwas zu suchen. Es hat auf dem Ball gewackelt, dass die Pinguine sich kaputt gelacht haben. Wetten, das geht auch besser? Oh, bedient man sich hier diesem Ballelement, welches wir bereits im letzten Level hatten? Okay, der Boss der Heiß-Kalt-Inseln. Oh, es ist tatsächlich ein riesiger Ball. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Und natürlich werden auch Kamek und Baby Bowser wieder irgendwie in dieses ganze Szenario verstrickt. Vielleicht bekommen wir wieder so eine geile Zwischensequenz wie beim letzten Boss. Die war Zucker. Dieser arme Shy Guy. Rest in Peace, Bro. Halt, Yoshi! Oh. Ich meinte ich. Halt, Yoshi! Du wirst uns diesmal nicht davon abhalten, die Juwelen zu finden. Eure Unachtsamkeit, seid vorsichtig. Oh boy. Das ist natürlich fies, ne? Wenn man keinen Besen hat. Ich bin der King auf diesem Ding. Das muss ja jeder neidisch werden. Ich rhyme hier vor mich hin. Du glaubst doch nicht etwa, dass du das besser kannst als ich. Safe, Diggi. Ich bin King. Du bist höchstens Prinz. Ah, was bildest du dir ein? Hey, wir haben ihn ausgetrickst. Eure Wütlichkeit. Das ist nur deine Schuld, Yoshi. Na, mal sehen, wie es dir gefällt, ins Meer zu stürzen, Yoshi. Okay. Sie machen wieder Faxen, ne? Ja, und ich schätze, sie werden einfach diesen Ball vergrößern, oder? Und sie ziehen nur noch eine Hose an. Oder, sie haben die Kugel geöffnet, einen riesigen Wasserball daraus zum Vorschein gebracht. Der jetzt ein riesiges Lebewesen wird, mit dicker roter Nase. Safe Alkoholiker. What? Ah, das ist, ja, ich wollte gerade sagen. Uns wurde gerade sein Schwachpunkt präsentiert. Okay. Wer zur Hölle bist du denn? Xilebo, der Ball. Beeindruckender Name. Okay, oh boy, ich muss mal zurück. Und jetzt gehe ich unter ihm durch. So, man muss hier wild entschlossen sein. Wir brauchen erstmal Eier, das ist wichtig. Denn, oder? Nein, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur einen dieser Pinguine. Und dann, wenn er hüpft, müssen wir diesen Pinguin nach oben rauspusten, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Oh, und ich kann den nicht nach oben pusten. What? Ich kann es ja nach oben essen. Aber, okay, wann müssen wir ihm den hier... Ah, wir müssen ihn ins Meer schleudern. Das ist dieser... Ah, hahaha. Und dann müssen wir den hier machen. Kapiert? So, die Herzen mitnehmen. Wir müssen die Herz-Challenge schaffen. So wie auch die, so wie auch die Münz-Challenge. So, der zockt hier Wasserball mit uns. Ist ein ehrenhaftes Game. Ich habe echt Respekt. Habt ihr euch... Was muss ich tun? Habt ihr schon mal bei Olympia oder so ein Wasserball-Match angeguckt? Das ist geisteskrank, was die an Konditionen an den Tag legen. Sich so übel im schnell und lange im Wasser zu bewegen wie die. Höchsten Respekt. Ich habe jemanden in der Verwandtschaft, der selber Wasserball spielt.
Und ich habe noch nie jemanden so athletisch gesehen. Also jetzt, das ist echt beeindruckend. So, juch! Jetzt lässt er sich sogar selber boxen. Und dann stehst du wohl auf Schmerzen, oder? Du kranker Freak. Ich muss rüber. Oh, was wird das denn? Was wird das denn? Aber ich bin noch am Leben. Alles gut. Aber ich finde es irgendwie spannend, wie man hier tatsächlich... Oh nein, das war nicht so gewollt. Wie man hier keine Items bekommt, aus denen man sich Eier produzieren kann. So, wir können ihn jetzt leider nicht erledigen, ne? Aber das altbekannte Prozedere. Hoch, 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 okay. Wir kriegen nur 2 Pinguine zur Verfügung gestellt und die dürfen wir nicht in die Pinguinreifen schleudern. So, genau, da ist der erste. Jetzt kommt der zweite, direkt wieder feuern. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft, ne? Die haben ja nur 3 Leben. Wir kennen dieses Spiel ja, oder? Achso, okay, ich dachte, der geht jetzt noch in eine zweite Phase. Tut er nicht! Wir haben den Dude erfolgreich die Luft rausgelassen. Oh, da ist noch so eine Windel. Bestimmt richtig vollgemüllt. Und da ist das Traumjuwel. Das Objekt unserer Begierde. Skü-skü. Und die geile Mucki wieder. Aber warte mal, wir sind jetzt der grüne Yoshi. Letztes Mal kam immer der grüne Yoshi und hat das Juwel abgeholt. Okay, Leute, jetzt kommt Eulen-Yoshi und holt von Eulen-Yoshi das Traumjuwel ab. Geil. Feier ich. Leute, alle unsere Yoshis brauchen das Eulen-Outfit. Eulen, beste Leben. Der Vorletzte. Tatsächlich der Vorletzte. Und sie lächelt sogar schon wieder die Sonne. So muss das. Ah, sie haben schon so viele gefunden. Höchste Zeit, den doofen Yoshis die Juwelen zu stehlen. Beruhigt euch bitte, eure Ungeduldigkeit. Ich habe eine bessere Idee. Wir verstecken uns in der Nähe des letzten Juwels und dann... Okay. Ich finde es immer spannend, dass sie schon wissen, wo es lang geht, aber es irgendwie nicht geschissen bekommen, sich diese Juwelen zu schnappen. Das ist ein bisschen weird in der Story, aber wir hinterfragen das einfach mal nicht weiter. Oh nein, wir haben ihm die Hosen runtergelassen. Da gehen wir mal ganz schnell weg, sonst war es das mit der Jugendfreundlichkeit für dieses Video. Aber wir sind noch nicht fertig, Friends. Ihr erinnert euch an den letzten Part. Wir haben hier noch einige Souvenire zu sammeln. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich brauche Utensilien, aber na, ich weiß nicht mehr, wo sie waren. Wir fangen an mit 5 Becherbeeren. Okay. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber selbst auf dem Vorschaubild sieht man einen. Okay, die werden wohl irgendwo im Wasser hinten treiben. Kriegen wir hin. In diesen ganzen Welten, wo es nur 2 Level gibt, da ist diese Souvenirsuche eigentlich immer machbar. Und es sind auch nicht so viele meistens. So. Der Stein der Weisen. Die Kammer des Schreckens. Der Gefangene von Azkaban. Der Feuerkelch. Tja, und einen habe ich wohl wieder übersehen. Ich habe da echt ein Talent für. Der Orden des Phönix. Das ist ja wohl an Asozialität nicht mehr zu überbieten. Ich reiche eine Klage ein. Ohne Spaß. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich hier schon suche. Ein Servierboot. Okay. Da hinten ist es. Hab's schon. Lass mich werfen. Da ist es. Ich kann es von hier nicht treffen. You serious? Da. Okay, ich muss das dahinter laufen, Freunde. Die lassen mich von hier vorne noch nicht werfen. Dann probiere ich es mal von hier. Immer noch nicht. Gilt immer noch nicht. Aber von hier darf ich doch wohl werfen. Danke. Ein Schneemann. Okay. Habe ich eigentlich auch nicht gesehen. Aber dieses Level habe ich jetzt schon so oft gezockt. Das werde ich hoffentlich finden. Got it. Got it, guys. Da. Als nächstes steht der Octopus-Captain auf dem Speiseplan. Okay, diese Oktopus haben wir ja schon. Oktopoden. Stopp, das haben wir schon mal diskutiert. Die Mehrzahl von Oktopus kann entweder Oktopusse oder Oktopoden sein. Die haben wir schon gesehen, aber noch nicht mit Kapitänsbinde. Well, there he is.
Palmeninsel. What? Im Eislevel? Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich, da ist sie. Ich sehe sie. Ich brauche jetzt nur kurz festen Boden unter den Füßen, um ein Ei darauf zu werfen. Wie auch immer die sich dahin verirrt hat. Hat sich wohl eine tropische Insel in ein eisiges Gebiet verirrt, würde ich behaupten. So, die... Er will jetzt 5 Cheap Cheeps haben. Die sind uns ja schon aufgefallen beim normalen Durchzocken. Auch das sollten wir hinkriegen. Die dunkle Bedrohung. Der Angriff der Klonkrieger. Die Rache der Sith. Eine neue Hoffnung. Da, da, da. Da im Hintergrund hüpft er umher. Und ich habe ihn nicht gesehen. Okay, Moment, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Ah, no. Okay, Moment, wir warten das nochmal ab. Jetzt, jetzt. Das. Imperium schlägt zurück. So, und falls ihr etwas mit diesen Aufzählungen oder mit den Aufzählungen bei der vorigen Sammelmission, falls ihr mit diesen Begriffen nichts anfangen konntet, dann googelt danach. Wenn ihr danach googelt, werdet ihr große Teile meiner Kindheit finden. Mehr sage ich dazu nicht. So, und er ist happy. So muss das sein. Und damit hätten wir diesen großen Mittelteil des Spiels komplett abgeschlossen. Wir schauen auf die Karte und sehen jede Welt mit ganz vielen bunten Grinseblumen. Wie sie also mit ganz vielen bunten, glitzernden Blumen, Grinseblumen sind das ja nicht. Beim nächsten Mal ist es soweit. Wir schauen nach, was diese, ja, doch für mich, auf mich wirkende Weltraumwelt für uns bereithält. Wir gehen am Ninja-Turm vorbei, gehen durch den Rumpeldschungel und nun steht uns nach der Bosswelt mit dem Krokodil der Außenorbit bevor. Und was davon wartet, sehen wir beim nächsten Mal. Zuvor noch das Fanart, Friends. Es ist einfach unglaublich, was ihr teilweise hier aus dem Hut zaubert. Die liebe Himalaya Susan, aka Maggie, hat uns diese coole Landschaft zur Verfügung gestellt. Ja, natürlich angelehnt an das Dschungellevel, an die Tierreich-Erkundung mit diesen zwei unglaublich süßen Dinos, ne? Auch mit diesem Baby-Dino, der nicht zu seiner Mutter kam und im Hintergrund der Wasserfall, der so wunderschön geglitzert hat und noch ein Affe mit einem Hübihut, was das wohl zu bedeuten hat. Und sogar hinten links sieht man noch ein Yoshi's Crafted World Logo. Vielen Dank, echt toll geworden. Ich stehe auf sowas übelst. Und ja, wenn man natürlich sowas Schönes, Hochqualitatives bekommt, dann ist man natürlich doppelt, dreifach heavy. Auch die unterschiedlichen Materialien, Alufolie, Papier, Karton, hammermäßig. So, und beim nächsten Mal geht's dann in den Außenorbit. Danke fürs dabei sein, euer Hübi.